Am 5. August wurde die neue Diesellok der SOEG, die 199.018, vorgestellt. Für die aufwendig neu motorisierte Diesellok begannen am 16. August 2011 umfangreiche Probe- und Belastungsfahrten statt. Neben dem Einsatz als Rangierlok und bei Ausfall einer Dampflokomotive kommt die neue Lok auch im dritten Dieselumlauf jedes zweite und vierte Wochenende im Zittauer Gebirge zum Einsatz.